Hallo ihr Lieben, heute geht es um das Spiel 4 Monster aus dem Hause Lego. Ja, dafür solltet ihr 2 bis 4 Spieler sein, 7 Jahre alt sein und eine Runde kann auch mal 20 Minuten dauern. Denn Ziel ist es, eure 4 Monster in einer Reihe auf dem Friedhof unterzukriegen. Ja, dies gelingt euch, indem ihr den Würfel würfelt und eines der grauen Felder, dunkelgrau, hellgrau oder gemischt grau würfelt. Dann könnt ihr dann auf das jeweilige graue Grab eines eurer Monster platzieren. Würfelt ihr jedoch die bunte Seite, könnt ihr eines der anderen Monster entfernen und euer eigenes Monster hinsetzen. Oder ihr setzt auf ein beliebiges freies Grab euer eigenes Monster. Bei dem weißen Feld könnt ihr eines der Skelette nehmen und dieses auf ein beliebiges Grab stellen. Und dieses fungiert dann als Joker für alle Mitspieler. Bei dem schwarzen Feld könnt ihr die Spinne verschieben. Diese geht dann in einen anderen Bereich des Friedhofes, wobei dann die nächsten 4 angrenzenden Felder betrachtet werden. Dort würden alle Monster entfernt, die Skelette bleiben jedoch stehen. Ja, wir sehen eigentlich relativ simples Spiel und schnell gespieltes Spiel, von daher super für zwischendurch mal und es bringt immer wieder ganz viel Spaß.